Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute nochmal mit der guten Amanda, denn beim letzten Mal war die Runde natürlich jetzt nicht ganz so geil, dadurch, dass wir zwei Disconnects am Start hatten. Da war das nicht so wirklich cool. Ich dachte mir, wir probieren es jetzt nochmal. Ich habe auch kein Memento Mori mit. Das bedeutet, vielleicht bleiben die Leute dann jetzt ein bisschen länger drin. So, da haben wir schon mal Mac. Und was ich vorhin in dem Video ganz vergessen hatte zu erzählen, es ist ja gerade das Free Weekend und das hätte ich mir wahrscheinlich sogar eigentlich sparen können, jetzt schon so schnell eine Falle raufzupacken. Oh, wow. Da hat Ruin sich mal wieder richtig gelohnt. Leute, ansonsten, Nurse Calling ist dabei, Barbecue und Chili habe ich heute mal wieder dabei. Und ich habe den Blutwächter mit, kein Memento Mori. Wie gerne ich jetzt einfach auf Rang 20 als Killer wäre, Leute. Ja, und nicht so wie ihr jetzt vielleicht denkt. Nicht, damit ich irgendwie die Leute hier richtig fertig machen kann. Ich würde so gerne zum Beispiel mit dem Myers spielen. So, der gute Misha, richtig schön die Leute erschrecken. Oder vielleicht auch mit der Hexe die ganzen Fallen platzieren und so weiter. Wie geil wäre das bitte? Die neuen Leute, die erschrecken sich noch richtig. Da kannst du denen so eine richtig geile Zeit machen. Und ja, ich hoffe, dass die ganzen Leute, die jetzt auf den unteren Rängen jetzt immer rumlungern, die jetzt nicht so fertig machen, dass die überhaupt keinen Bock mehr an dem Spiel haben. Das wäre nämlich sehr schade, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die Leute da fair spielen. Aber ich kenne die DBD-Community. Naja, okay. Aber es würde jetzt auch, glaube ich, zu lange dauern, mich mit Absicht downranken zu lassen. Zumal ich auch gar nicht so hundertprozentig weiß, wie das am schnellsten funktioniert mit dem Downranken. So, da hat jemand das Totem gemacht. Wir holen uns aber den hier, der hier noch gearbeitet hat. Da rennt er, okay. Wollte gerade sagen, wenn ich denn wüsste, wo die hinrennt. So, bleiben Sie bitte stehen. Hallo. Ist ganz hinten sogar. Komisch, dass es noch niemand abused hat. Vielleicht sind das ja sogar auch schon neue Leute, aber die haben schon Items dabei und so. Ach ja, ich fände es so lustig, ey. Ich würde Micha auf Stufe 1 zum Beispiel auch mal spielen und so. Einfach nur, um geile Matches zu haben. Einfach nur, weil es cool ist. So, der andere ist weggerannt. Mal eben schnell hinterher, wo ist der hin? Da hinten verkackt jemand irgendwie was. Warte mal, verkackt die gerade die Skillchecks an der Dingens, wo sie ihre Falle loswerden kann? Sieht fast so aus. Oh, wenn du den jetzt abhängst, dann bist du aber tot. Und tschüss. Ja. Und tschüss. So, okay. Ich habe erst gerade überlegt, weil der eine ja so weit war, der eine Generator, ob ich ihr jetzt die Falle auf den Kopf setzen soll. Ah Mann, hätte ich eben schon ein bisschen früher reagiert, dann hätte das vielleicht geklappt. Okay, schade. Ja, wenn ihr Leute habt, die Dead by Daylight noch nicht besitzen und die es mal ausprobieren wollen, dann ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Ich finde die gerade nicht. Bin ich blind? Okay, da ist die eine, die schon eine Falle auf hat. Ugh. Feels bad, man. Sorry. Leute, ich glaube, das sind auch alles neue Leute. Okay, ich spiele dann jetzt einfach mal ein bisschen netter. Ich glaube, das geht hier zu schnell. Aber ich bin Rang 15. Die haben doch jetzt noch nicht von gestern so hart gesuchtet, dass sie schon auf den Rängen hier sind, oder? Ja, da kommt der Letzte angerannt. Nee, ich lass den. Ich lass den abhängen und dann sammeln wir die eine ein, zumindest. So, jetzt rennt lieber weg. Der Grants ist hier. Ah, okay. Ach, da war sie hin. So, dann komm du mal her. Dich brauche ich mir noch für mein Barbecue. Also, wir fahren jetzt ein bisschen runter, spielen ein bisschen chilliger. Aber ich mag das. Ich finde das ja cool, wenn wir ein geiles Game haben. Es macht mir auch nichts aus. Sollen die Leute halt auch noch ein bisschen Punkte kriegen? Weiß ich nicht. Solche Spiele mag ich einfach viel lieber. So, du bekommst jetzt einfach mal eine Falle, weil du bist, glaube ich, die beste Spielerin. Deswegen bekommst du eine Falle rauf. Und dann wollen wir mal gucken. Die eine versucht schon fleißig, ihre Falle loszuwerden. So, du kommst da vorne hin. Ich wollte nicht in die andere Richtung, weil ich jetzt mit Barbecue die Leute ganz gerne sehen würde. Vor allem denjenigen, der gerade jetzt nicht verletzt ist. Der da hinten. Ach ne, jetzt sind zwei geheilt. Da vorne, sie rennt mir quasi genau entgegen. Ja, mal sneaky unterwegs.
Schade, ich habe wirklich gedacht, dass sie hier hinter noch lauert. Da rechts rennt jemand. Meine Güte, also die eine, die tut mir ein bisschen leid, die die Falle drauf hat. Guck mal hier, die verkackt die ganze Zeit die Skillchecks. Oh Mann, die stirbt gleich an der Falle. Ich sehe es schon kommen. Ich glaube, die ist wirklich neu. Terzero. Guck mal, schon wieder den Skillcheck verkackt. Ich habe schon immer gesagt, so, oh, es gibt ja auch ein Add-on, womit man die Skillchecks schwieriger macht. Oh Gott, Leute, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Das tut mir leid. Hab leider nur dich gesehen durch Nurse Calling. Und sie ist gestorben. Sie ist gerade wirklich durch die Falle gestorben. Oh mein Gott, die Arme. Terzero. Das ist doch nicht wahr. Ich glaube, das ist so gefühlt das fünfte Mal, dass irgendjemand durch die Falle stirbt. So, dann bitteschön. Kriegst du halt den Hit ab, ist mir egal. Und dann rennen wir hinterher. Aber die Runde ist mir ein bisschen zu schnell vorbei, Leute. Aber ich will jetzt auch nicht sluggen, oder? Sollte ich anfangen zu sluggen? Glaube nicht, oder? Das wäre irgendwie auch uncool. Wir haben jetzt gerade mal einen Generator. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, das sind Neulinge. Also meine Aufgabe, und da bin ich wahrscheinlich auch wieder mal der Einzige, der das so sieht, meine Aufgabe als Killer, wenn ich gegen die neuen Leute spiele, besteht in meinen Augen darin, dass ich denen ein cooles und spannendes Spiel liefere, dass die eine geile Zeit haben. Mit den Leuten kannst du das noch machen. So mit den normalen DBD-Spielern, oh, kannst du vergessen. Die wollen alle nur noch trollen, die müssen alle immer gewinnen, jede Runde, müssen teabaggen und so weiter. Ja, mal so eine richtig geile Runde einfach rauszuhauen, weiß ich nicht. Das ist nicht das Ziel bei den meisten Spielern, leider. Ich habe mir leider nicht gemerkt, Trolling, der hing schon zweimal. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Und boom, Lauf. Hallo, na? Oh, ich würde gerne einfach beiden jetzt noch eine Falle raufpacken. Also, wenn ich den nächsten umgeklatscht bekomme. Na komm. Ah, sie will sich noch weiter heilen. Wenn ich die hier umgeklatscht bekomme, bekommen sie auf jeden Fall eine Falle rauf. Und dann lasse ich sie, glaube ich, tatsächlich nochmal liegen. Ach, schade, ich glaube, ich hätte sie aber auch ohne Palettenvakuum nicht bekommen. Das Problem ist natürlich, normalerweise, es müsste ja erstmal wieder ein Generator angehen. Damit ich überhaupt hier, damit die Fallen überhaupt einen Sinn haben. Na, meine kleine Süße? Ah, was ist denn bei dir los? Okay, wie machen wir es jetzt mit dir? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du schon zweimal hingst. So, komm du mal mit. Ich hänge sie jetzt mal auf. Da vorne. Ich hoffe nicht, dass sie tot ist eigentlich. Ich würde es gerne noch ein bisschen spannender gestalten hier. Come on. Ah, sie ist tot leider. Nee. So, die eine arbeitet dort am Generator, die andere geht auch hin. Wenn die jetzt den Generator fertig machen. Hallo. Schade. Wollte schon sagen, weil wenn die jetzt den Generator fertig machen, dann triggern ja ihre Fallen. So, hingen die auch schon zweimal? Ich weiß es nicht. Kriegst du erstmal eine Falle rauf. Andere hat seine Falle auch immer noch nicht runter. Jetzt wird aber auch keiner mehr wahrscheinlich am Generator arbeiten, denke ich mal. Obwohl eben waren auch beide dran, oder? Oder der eine kam nur dazu, weil er gerne heilen wollte. So, bist du tot? Ich hoffe nicht. Wenn die jetzt tot ist, dann suche ich den anderen natürlich auch. Nein? Okay. Wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Das heißt, er ist wahrscheinlich in der Nähe. Ich gehe dann mal weg. Damit die retten. Ah, der hat seine Falle jetzt verloren. Der hing auf jeden Fall schon dreimal. Ach Mensch. Jetzt habe ich, ich hoffe halt, dass es jetzt nicht alles Neulinge sind. Da habe ich irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Der eine ist seine Falle auch quitt geworden.
Ich hoffe, dass er noch mal hilft, ehrlich gesagt. Ich warte hier, weil ich die Hoffnung habe, dass der hier rankommt danach. Mal so ein paar geile Situationen erzeugen. Es muss auch so Spaß machen, jetzt mit Insidious zum Beispiel zu spielen. Wenn die Leute damit noch nicht rechnen und so. Ich glaube, das ist echt. Ich glaube, ich muss einfach mal den Account von meiner Freundin nehmen und mit dem spielen. Aber die hat halt. Die hat nicht die ganzen Sachen freigeschaltet und so, ne? Okay, ich glaube, hier kommt keiner her. Schade. Dann möge die Jagd beginnen. Ah, da haben wir einen Generator. Allein schon, wie viele Skill-Checks die verkacken. Ist doch verrückt. Die eine mit der Falle auf, ey. Wie viele Skill-Checks die verkackt hat, das war ja unglaublich. Die andere hat auch schon ihre Falle runter, übrigens. Sehe ich jetzt gerade. Okay, das ging ja verdammt schnell. Die hat wirklich Glück gehabt, scheinbar. Naja, aber eine Falle hat getötet. Und das ist schon was Besonderes irgendwie. Wann hat schon mal eine Falle jemanden umgebracht? Es ist echt fünfmal gefühlt passiert, seit ich das Spiel spiele. Wo seid ihr? Survivor, zeigt euch. Der eine ist auch noch immer verletzt, jetzt nicht mehr. Werden wahrscheinlich beisammen sein. Ah. So still hier. Wir schleichen mal wieder. Vielleicht erwischen wir jemanden. Man ist schon sehr klein, ne? Da ist das Dingens. Ups. Das Feuer. Das Feuer lenkt mich irgendwie auch häufig ab. Hier muss jemand dran gewesen sein. Aber nicht gesehen, wo. Naja, komm, wir gehen wieder ganz normal. Ah! Hallo. Na, was geht? Okay, wir treten hier gegen. Ja, komm, wir hängen sie auf jetzt. Vielleicht sehen wir ja dann den anderen durch Barbecue. Hängen Sie mal hier ganz hinten in die Ecke. Vielleicht erwischen wir den dann auch. Aber wie gesagt, ich glaube, es waren neue Leute. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu spät realisiert, dass es neue Leute sind. Ich weiß es nicht. Ob ich jetzt noch netter hätte spielen können. Oder ob das schon in Ordnung war, so wie ich jetzt gespielt habe. Wie gesagt, ich will die nicht abschlachten, ne? Ist leider schon weg. Okay, die muss mich gekommen sehen haben. Aber es ist auch die, das ist, glaube ich, die Clelia mit dem roten Shirt, ne? Das ist auch in meinen Augen diejenige, die am besten gespielt hat hier. Und jetzt ist sie weitergegangen. Na gut, sie muss noch einen Generator machen. Das heißt, wahrscheinlich erwischen wir sie. Es sei denn, sie ist so ein dreckiger Lacker wie ich und auf einmal kommt die Luke genau neben ihr gespawnt. Hab sie jetzt zumindest hier nicht gesehen, ehrlich gesagt. Na gut, dann klappern wir die Generatoren ab. Und wenn irgendeiner bearbeitet wurde, dann wissen wir, dass sie da dran war. Am wichtigsten ist, meine ich, der da hinten, der ist schon sehr weit. Ist er noch zurückgesetzt? Ja. Sprühen die Funken noch raus. Okay.
Ja, sie ist hier. Hier sind sogar noch Spuren vom Rennen. Hier geht's lang. Ist sie weiter? Ah, nee, eine Mac. Okay, sorry. Ja, er hat keinen Sinn mehr, ne? Okay, trotzdem. Ich hoffe, dass sie eine schöne Runde hatten. So, ab an den Haken mit dir. Hier vorne ist sogar direkt einer. Die eine tut mir so ein bisschen leid, die jetzt eine Falle auf hatte und die gestorben ist. Das hat man wirklich so once in a lifetime gefühlt, dass Leute durch die umgekehrte Bärenfalle sterben. Aber hey, okay. Lustige Runde, hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, so der Stufe 1 Micha oder so und dann Larrys droppen. Boah, die Leute kacken sich ein, ey. Muss doch mega Laune machen. GG. Ach ja. Okay, schöne Runde. Wir haben gut gepunktet. Ich hatte ja Barbecue dabei. Ich hatte auch noch ein 100% Offering gedroppt. 78.000 Blutpunkte haben wir insgesamt geholt. Und schillernd Gold. Das ist natürlich heftig. Ja. Okay, die Leute. Ja, hier, das war. Definitiv ist das hier ein neuer Spieler gewesen. Die anderen aber scheinbar nicht. Die anderen nicht. Aber trotzdem, ich habe sehr niedrige Ränge bekommen. Okay, interessant. Vielleicht könnte ich dann sogar tatsächlich, wenn jetzt wirklich, vielleicht liegt es daran, dass jetzt gerade so viele Leute spielen, dass die auch auf den höheren Rängen jetzt gematcht werden. Vielleicht kann ich dann so ein paar geile Runden mit Sneaky Myers oder irgendwie sowas. Habt ihr irgendwelche geilen Kombinationen, Leute, die man mal ausprobieren könnte? Dann schreibt sie mir gerne in die Videobeschreibung, wollte ich gerade sagen. Nein, da kann nur ich reinschreiben. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Gut, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Oder aber heute Abend, 18 Uhr im Stream. Ja, bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.